Moinsens, Servus und willkommen zurück bei Risen im Land der Facebook-CEOs. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ach du Scheiße. Es gibt ja auch jede Menge Richtungen, ne? Wo waren wir? Noch nicht. Da können wir ja mal nachgucken. Eldrek, wo bist du? Lebensenergie. Alter, da höre ich die schon wieder gurgeln, ne? Gar keinen Bock. Oh, kann man hier irgendwie was Cooles machen? Bisschen rumtollen, keine Ahnung. Nee, lol. Cyrus, komm mal her hier. Nicht hier irgendwo festbacken, please. Oh Gott. Nee, okay. Da ist drauf. Gib ihm. Den kriegen wir! Gib ihm! Jetzt ist aber gut! Alter, gut, dass du da bist. Und jetzt werde ich erstmal an einigen Schaltern hier ziehen, eventuell. Nein. Nein. Nee, aber ich kann hier ja mal an dem Hebel drehen. An der Winde. Okay. Ups. Den kriegen wir. Besser du als ich. So, da oben haben wir auch noch einen Kollegen. Den kriegen wir. Easy. Bin der Größte. Okay, chill. Bist der Größte, weil du nice Runen im Angebot hast, okay? So, lass mich raten. Nein, okay. Was ist das hier? Was bringt mir das? Da komm mal hoch hier. Ruinschärling, Ehre. Aber was bringt mir das? Was mache ich hier? Mhm, okay. Oh, yes. So habe ich es gerne. Priester. Den kriegen wir. Moin. Oh, der hat auch Feuerball. Toll. Amulett und ein Teleporter, sehr gut. Ah, da drin hockt einer und raucht. Aber bevor wir das machen, zu dem kommen wir gleich. Vorher würde ich trotzdem auch gerne den Rest hier machen. Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal. Ach so, eins, ne? Na also. Easy. Vorher, da würde ich doch ganz gern hier den Rest clearen, weil das sind ja irgendwie, keine Ahnung, wie viel? Noch drei Gänge, wo ich noch nicht war. Hier zum Beispiel, ne? Allein wegen der Pilze, ganz im Ernst. Allein dafür. Oh yes. Und dafür natürlich auch. Steinplatte rules. Hier steht etwas über Magie. Das war's aber, ne? Okay. Wie viel weiß der? 126. Haben wir schon jetzt über die Hälfte. So an nächsten Levelpunkten. Und dann können wir endlich. Irgendwann Level 3 Siegel kriegen. So, hier war dieser fette, ne? Wächter. Den kriegen wir! Gönn dir.
doch nicht auf Cyrus. Warum habe ich das Gefühl, dass Cyrus unsterblich ist? Ach so, Zellenschlüssel? Man braucht einen Schlüssel hierfür? Wofür brauche ich denn einen Schlüssel? Ist hier noch jemand, der eingesperrt ist? Oh yeah. Na, hier haben wir nicht. Aber hier kann man pennen gehen, ganz cool. Eine richtige Knastanlage, ne? Beeindruckend. Gleich erstmal ein bisschen levitieren. Ist das hier Verb für Levitation, levitieren? Ich glaube schon, ne? Müsste eigentlich so sprachlogisch mäßig. Levitaten. Oh nee, ey. Levitaten. Dork? Dork erwartet Schuppenmann, aber Mensch kommt. Warum kommt Mensch zu Dork? Keine Dorki. Was machst du hier? Was machst du hier? Schuppenmänner fangen Dork. Dork kämpft gegen Schuppige, aber zu viele kommen und sperren Dork ein. Dork hasst Schuppenmänner. Ich suche den Druiden. Ich suche den Druiden. Du, Ruinen? Druide, es heißt Druide. Ein Mensch, ein Mann, wohl ein Zauberer. Huak, Zauberer, Druide, Menschenmann, Eldrick. Wo ist der denn? Wo ist Eldrick? Weiß ich aber, scheiße. Schuppige holen Eldrick, Zaubermensch. Nicht wieder gesehen. Weißt du, wo man ihn hingebracht hat? Nein, durch die Wand? Schuppige bringen Dork auch durch die Wand. Durch welche Wand? Durch welche Wand bist du gegangen? Wand im Gang hinter großem Raum. Schuppenmann zieht Ring und Wand geht auf. Ja. Aha. Und was war hinter der Wand? Böser Zauberer. Versucht Dork zu schmerzen, aber Dork stärker als Schmerz. Let's go. Du bist frei. Mensch befreit Dork. Mensch Freund von Dork. Ja, korrekt. Du bist Freund. Dorky, Alter. Derp. Ja, da würde ich mal hier drüben. Ich glaube, dann hier haben wir das erledigt. Da würde ich noch einmal rüber flyen, weil ich fly wie ein Geier bin. Untoter Priester, willst du mich flachsen? Naja, du. Oh. Ist auch frostig hinter den Ohren, der Typ. Bleib doch mal stehen, Alter. Naja, ich geb dir. Warum bist du untot? Warum sind Echsen überhaupt untot? So, snacken. Und jetzt schnell. VR zuschlagen. 320 Erfahrung. Was? Hm, interessant. So, ich bin mal drüben, ne? Warte mal kurz auf mich. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Ehre. Ach du Scheiße. Das ist nicht nötig. Natürlich. Untoter Priester. Ja, der ist auch so richtig vergammelt oder so, ne? Levitation. Inferno. Als Spruchrolle. Das ist heftig. Das ist einer der geilsten Zauber. Eigentlich mein Favorite hier in dem Game. Da kann man so aus dem Boden so richtig so.
Hell Let Loose machen, keine Ahnung. Boah, der chillte hier einfach. Was für ein Plebeier, ey. Solche sind die schlimmsten. Spaß. So. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Ja, hast du auch schon vorher nicht getan. So. You ready? Komm mit. Komm mit. Ist in Ordnung. Dann geben wir mal den Eldrick befreien. Ich denke, jetzt sind wir hier durch. Da war ich. Yes. Ich guck nur um. But the prophecy is true. Was eigentlich jetzt da oben? Das war auch so eine komische Wand. Die hat sich nicht auch zufällig geöffnet. Oder kann die sich gar nicht öffnen? Na egal. Wir brauchen unseren Druiden-Friend. Da vorhin am Smoken, oder? Hat sich richtig gegönnt, Eldrick, hallo. Endlich! Ich hatte schon gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Ich bin Eldrick. Die meisten nennen mich Eldrick, den Druiden. Und? Bist du ein Druide? Ich bin, wer ich bin. Mir ist egal, wie die Leute mich nennen. Solange sie mich in Ruhe lassen. Aber wer bist du? Ich bin ein Schiffbrüchiger. Dann hat das Schicksal wohl noch etwas vor mit dir. Was meinst du damit? Nichts geschieht aus Zufall. Es gibt einen Grund, warum du gerettet wurdest. Die Welt hat einen Plan und du bist ein kleiner Baustein davon. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Also, warum bist du hier? So, ich muss mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Du musst mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Was für ein Artefakt? Eine goldene Scheibe mit einem Kristall. Der Kristall scheint irgendwie kraftlos zu sein. Hast du die Scheibe dabei? Nein. Meister Cyrus hat sie. Ein Magier? Nein, mit Magiern arbeite ich nicht zusammen. Wenn ich die Scheibe reparieren soll, dann machen wir beide das. Also, hol die Scheibe und schick den Magier weg. Dann gehen wir zu meiner Hütte. Ich hab deinen Stab. Hier, ich hab deinen Stab gefunden. Danke. Ich habe ihn beim Kampf gegen diese Echsen verloren. Warte, ich habe zwar nicht viel, was ich dir geben kann, aber vielleicht kannst du dieses Amulett gebrauchen. Toll. So, Cyrus, wir haben ein Problem. Ich brauche die Scheibe. Wieso? Eldrick will nicht, dass du bei dem Ritual dabei bist. Was? Kommt gar nicht in Frage. Willst du das dem Inquisitor erklären? Ich bin selber ein Magier. Also gut, hier ist die Scheibe. Ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen und dann zur Festung zurückkehren. Ich finde die Logik so geil von Eldrick. So, er vertraut keinem Magier, aber ich bin selber Teil des Ordens. Lass uns handeln. Ja, ich hatte ja alles, ne? Ja, easy. Was hat mir Eldrick nochmal für ein Amulett gekredenzt hier? Irgendeins von denen hier, keine Ahnung. Juckt. So, Freundchen. Wollen wir losgehen? Ich habe die Scheibe. Gut, dann sollten wir von hier verschwinden. Lass uns zu meiner Hütte gehen, dann können wir über alles reden. Wir wissen nicht, ob es hier noch mehr von diesen Echsenmenschen gibt. Was weißt du über die? Was weißt du über die Echsenmenschen? Sie beherrschten einst die Welt, aber das ist lange her, sehr lange. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Aber es muss etwas mit den Ruinen zu tun haben. Meinst du, es gibt noch mehr von ihnen? Wer weiß? Wer hätte vor 10 Jahren gesagt, dass die Götter verschwinden und die Titanen zurückkehren? Die Vergangenheit erhebt Anspruch auf die Zukunft. Und die Echsenmenschen sind Teil der Vergangenheit. Okay. Crazy. Lass losgehen. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Folge mir. Endlich raus hier, ey. So. Schicker Stab, by the way. Das macht jetzt sowas richtiges, so Druidenhaftes bei ihm kommt rüber. Yes. Ein geheimnisvoller Typ anscheinend. Das ist basically safe sowas wie der Vatras. Wie der Vatras von Risen nur. Mir nach! Dieser neutrale. Es gibt hier keine Wassermagier, dafür haben wir jetzt einen Druiden hier. Oder du könntest sagen, er wäre so Xardas, aber in weniger verschlagen, keine Ahnung.
weil Ehrenmann. Oh, warum müssen wir über den Offiziellen hier? Können wir nicht einfach quer durchs Wasser latschen? Ist doch einfach viel kürzer. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit der kaputten Kristallscheibe eigentlich? Wie kann sowas eigentlich kaputt gehen? So, da sind wir. Hier können wir über alles reden. Okay. Beherrschst du Magie? Beherrschst du Magie? Nee. Magie ist eine der ältesten Kräfte, die es auf dieser Welt gibt. Man kann sie genauso wenig beherrschen wie den Himmel oder das Meer. Aber man kann lernen, sie zu nutzen. Kannst du sie nutzen? Ich weiß, wie man ihre Kraft formen und lenken kann. Why you're not in the city? Warum bist du nicht in der Stadt? Weil ich hier hingehöre. Hier habe ich mein ganzes Leben verbracht. Aber hier draußen ist es nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit. Egal, ob in der Stadt oder in der Wildnis. Hier draußen bin ich wenigstens für mich alleine verantwortlich. Okay. Kannst du diese Scheibe reparieren? Lass mal sehen. Sie ist alt. Eine ungewöhnliche Verbindung von Metall und Kristall. Aber der Kristall ist glanzlos. Seine Kraft ist erloschen. Kann man das reparieren? Ich kann versuchen, den Kristall zu heilen. Erst dann kann man ihm seine Magie zurückgeben. Wofür brauchst du die Scheibe? Der Inquisitor will ein Tor in den Vulkan retten. Ich will die Insel retten. Ja, ich denke, das kommt am besten hin. Ich will die Insel retten. Und wie kann die Scheibe dir dabei helfen? Mit ihr können wir das Tor zum Vulkan öffnen. Da drinnen werden wir einen Weg finden, das Böse zu bezwingen. Wir? Inquisitor Mendoza und ich. Verstehe. Der Inquisitor also. Nun gut, kümmern wir uns erstmal um die Scheibe. Dann sehen wir weiter. Okay. Wie kann man den Kristall heilen? Der Kristall muss sich selbst heilen. Diesen Prozess muss man unterstützen. Wie? Am einfachsten ist es, wenn wir die magische Aura eines anderen Kristalls auf ihn übergehen lassen. Dazu brauchen wir einen magisch aktiven Kristall. Wo bekomme ich einen magisch aktiven Kristall? Die Magier aus der Vulkanfestung verwenden magische Kristalle, um Magie zu wirken. Davon brauche ich einen. Allerdings wird er bei dem Ritual seine Kraft verlieren. Das ist nicht dein Ernst. Ich soll jetzt nochmal in die Vulkanfestung latschen? Nein, ich habe einen Kristall in meiner Hütte, in der Truhe. Hier ist der Schlüssel. Wow. Okay, gut. Ist das so ein Anti-Magie-Kristall oder was? Ah! Na gut, dass ich zwei dann davon habe. So. Ich habe einen von den Kristallen, die du wolltest. Gut, aber denke daran, er wird bei dem Ritual seine Magie verlieren. Wenn du ihn noch anderweitig brauchst, solltest du nochmal losgehen. Nö, jetzt habe ich ja zwei davon. Ja, natürlich Magiekristall. Hier hast du einen Magiekristall. Sehr gut. Die Magie dieses Kristalls wird uns helfen, die beschädigte Scheibe zu heilen. Wie geben wir dem Kristall seine Magie wieder? Dazu bedarf es eines alten Rituals an einem besonderen Ort. Worauf warten wir dann noch? Bevor wir damit anfangen, muss ich ein paar Dinge mit dir besprechen. Die AGBs durchgehen, ne? Was ist denn? Was gibt es so Wichtiges zu bereden? Du hast mir das Leben gerettet und ich stehe in deiner Schuld. Deshalb werde ich dir helfen. Aber du lässt dich mit Kräften ein, die du womöglich nicht verstehst. Die niemand von uns wirklich versteht. Bevor du etwas Unbedachtes tust, möchte ich, dass du zu mir zurückkehrst und berichtest. Der Inquisitor weiß, was er tut. Okay. Was ist, wenn ich nicht genug Zeit habe? Was ist, wenn ich nicht genug Zeit habe? Die Geheimnisse des Berges schlummern seit über 1000 Jahren. Ein paar Tage mehr oder weniger werden keinen Unterschied machen. Bevor wir handeln, müssen wir wissen, was hinter dem Tor ist.
Du musst für mich in die Tiefen des Berges hinabsteigen und herausfinden, was es dort so Schützenswertes gibt, dass man den Eingang so gut versiegelt. Entweder ist es sehr mächtig, gefährlich oder wertvoll. Finde es heraus und berichte mir. Es muss dort Aufzeichnungen geben. Die musst du finden und studieren. Okay, dann lass mal hier Shit machen. Lass uns den Kristall aufladen. Gut, aber das können wir nicht hier machen. Folge mir. So, wo willst du denn hin? Ah, let me guess. Hier. Dieser Steinkreis da. Ah, dafür ist das also da. Halt! Was ist das hier für ein Ort? Das ist ein Platz von großer magischer Macht. Lass uns mit dem Ritual beginnen. Oh. Es ist vollbracht. Easy. Was ist mit der Scheibe? Hier, sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Dann werde ich die Scheibe zum Inquisitor bringen. Tu das, aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Sei besonnen und berichte mir, bevor du eine folgenschwere Entscheidung triffst. Viel Glück. Gib auf dich Acht. Okay. Ja. Ja, easy. Gib auf dich Acht. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, dann waren wir hier hinten. Dann würde ich nochmal die Strecke da nach oben mal anschauen. Hier war ich ja eigentlich, oder? Yes. Kann mich erinnern, die Truhe haben wir geknackt. Ja, gut. Upsala. Dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt den Pfad, der nach oben führt, hier mal an. Und dann haben wir eigentlich oberflächlich die Insel mehr oder weniger erledigt. Holy shit. Hallo. Yes. Wo sind wir? Ach so, okay. Soll ich das wirklich machen? Bin ich stark genug? Lass es uns austesten. Nein, bleib lieber auf Fernkampf. Ist aber so, genau. Ah, Scheiße! Und nochmal! Oh Gott! Oh Mann, ey. Wir haben es allein hingekriegt, aber das geht nur, wenn du Spielraum hast. So. Drecks Jalousie ging runter. Wartet kurz. Oh. Hallo. So. So, gleich erstmal schön looten, ey. Ja, das ist... Wir müssen besser werden. Wir müssen definitiv besser werden. Na gut, das sind ja auch welche der stärksten Viecher im ganzen Spiel, ne? Also das ist voll okay. So, ich würde gerne mal hier so einen Feuertopf ausprobieren. Ja, okay. Wir können gerne rennen mal hier. Hier ein bisschen uns hier durcharbeiten. Wie viele Punkte habe ich? 29, das ist gut. Wie viel Weisheit? 130, das ist auch sehr gut. Da fehlt auch ein bisschen was, aber nicht mehr so viel.
Was hat die hier auch einfach gemacht? Einfach so Wegesrand blockiert. Oh, sexy Abendrot. Alle her, komm mal her hier. Aua. Geil, 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 geil. So, die Wölfe. Bam, Junge. Gleich mal wieder den Wasserfall-Check machen. Jetzt wird erstmal der Loot-Check gemacht. Eine Wichtelkappe, hallöchen. Durchgefallen. Darf aber auch sein. Och nee, ne? Schon wieder so eine Drecksheldenkrone. Was mache ich denn mit meinem Leben? Geht's da eigentlich? Guck ich mal gleich. Lieber hier. Bam. Solange das hier nicht den Weg versperrt. Ach ja, Physik rumbacken ist das geilste hier. So, okay. Aber da war noch ein Viech. Das habe ich doch gesehen. Jetzt baller doch. Danke. So, jetzt 4 Spam F in den Chat. Oh, eine Ogerwurzel, geil. Was geht hier so? Heilpflanzen. Ja doch. Okay, 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 okay. Mana Pilz, man kennt's. Alter, all das ganze Fleisch ist gleich erstmal wieder weg. Ich sollte echt mehr kochen oder so. Ach du Scheiße. Grüß Gott. Ja, da fangen sie schon an zu schmeißen. Ich meine, ich habe angefangen, ne? Ich habe auch mit angefangen, was zu schmeißen. Okay. Ihr wolltet es so haben, ne?
wieder so eine Ruine, oder? Und Werkzeugbeutel. So habe ich sie gern. Gebratenes Fleisch. Ei. Ei. Rübe, geil. Kleinkram. Was geht sonst noch so hier? Was haben wir da? Perlenkette. Fackel, Schwert. So enden wir alle. Apfel immer gut. Trauben, lol. So enden wir alle mal. Was geht hier ab? Ja, damit. Alter, schon wieder Wichtelkappen und so ein Bums. Was geht hier? Was ist hier? Irgendwas sagt mir, dass so later. Irgendwas sagt mir, dass das later wird. Forever. Wofür braucht man eigentlich Minze? Für irgendwelche Drinks? Kommt das in irgendwelche Tränke? So für Aromamäßig? So, dann müssen wir noch nach oben hier, ne? Und wenn wir da oben gewesen sind, dann sind wir Landscape-mäßig eigentlich überall gewesen. Das ist so heftig. Glaube ich. Kann auch sein, dass es irgendwo so Fitzel gibt, wo ich mich... Ah ja, stimmt. Wir müssen noch Levitation bei der Stadt machen. Oh nee, ne? Merke ich mir, zwei Ogre auf einmal, das muss so gar nicht sein. Das sind nämlich die Evil Ogre. Die Orks. Ja, Ehre, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, dann hauen wir unten ab zu Eldrick. Und da gehen wir, glaube ich, mal pennen und dann gehen wir mal zurück. Ich würde auch nochmal zu Fuß zurückgehen, das machen wir dann in der nächsten Folge, weil es könnten noch Echsenviecher und so sein. Ich bin mir sicher, die sind jetzt überall auf der Insel gespawnt, weil die diese Teleporter-Steine parat haben. Generell, ich würde die Quests abarbeiten, ich würde alles nochmal jetzt nochmal ein bisschen so Tabula Rasa machen, bevor wir zum Inquisitor aufbrechen. Das wäre eigentlich so in meinem Interesse. Also bevor wir mit dem reden... würde ich so ganz gern das so machen. Ich hoffe, ich muss Eldrick jetzt nicht wecken. Nee, der wird noch nicht pennen, oder? So nicht so spät. Gib auf dich acht. Yes. Was ein Ehrenmann. Er lässt mich sogar in seinem Bett schlafen. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, dann war's das erstmal. Und... wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und ja, bring Chapter 2 dann so langsam full circle. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.